So, herzlich willkommen zurück hier zu FIFA 15 und unserem Karriere-Let's Play mit Arminia Bielefeld schon in der dritten Saison. Und jetzt haben wir das nächste richtige harte Spiel, was uns bevorsteht. Denn es geht gegen den ersten FC Kaiserslautern, der, wie ihr hier sehen könnt, rechts in der Tabelle einen Platz vor uns mit einem Punkt mehr dasteht. Und den wir jetzt einfach besiegen müssen, denn sonst könnte es uns passieren, dass wir frühzeitig die Aufstiegsplätze aus der Sicht verlieren. Und das wäre schlecht. Des Weiteren ist das Spiel noch brisant, weil Markus Karl auf seinen Ex-Verein Lautern trifft. Und das ist natürlich immer besonders brenzlig, weil Markus Karl wird auf jeden Fall spielen. Und ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wir werden in einer ziemlichen Stammbesetzung auflaufen. Das ist aber auch völlig in Ordnung so. Denn unsere Leute sind fit. Unsere Leute haben eigentlich immer gut gespielt, aber auch zweimal jetzt unentschieden gehabt. Und das reicht dann nicht, wenn andere Mannschaften die ganze Zeit punkten. Oh. Nee, so nicht. Ich probiere gerade mal was aus. Aha, sieh mal einer an. Ja, knapp. Ja, so geht's auch. Ah, schade. Jetzt versuche jetzt noch mal gerade zu Ende hier. Oh, etwas zu knapp. Ja, der hat gesessen. Na, man kann da schon ein bisschen zielen. Schön. War nicht optimal gewesen, die Versuche, aber immerhin haben wir die Übung schon mal geschafft. Also so würde man auf jeden Fall Lupferbälle aufs Tor geben beim Elfmeter. Ja, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ich wüsste auch nicht, was das bringen soll, weil wenn der Ball so langsam Richtung Tor flattert, kannst du Pech haben und der Torwart bleibt in der Mitte stehen und holt sich das Ding locker weg. Oder schafft es sogar noch aus der anderen Seite wieder hervorzukriechen und den Ball abzufangen. Keine Ahnung. Das wäre mir persönlich zu wenig. Oh je. Gleich einen Zweikampf verloren. David Ulm hat heute die Möglichkeit, von Anfang an zu spielen. Jawoll. Und Markus Karl holt sich den Ball und zeigt, dass er ein wertvoller Spieler für uns ist. Ja. Und Abschluss. Jawoll. Richtig gemacht. Eckball rausgeholt. So muss es sein. Auch wieder mit diesem typischen Initialruckler bei FIFA, aber das war gut so. Die Idee, den nochmal steil reinzuspielen auf Klos, das war alles richtig. Und gleich gefährlich vor das Tor gekommen. Also man sieht schon, die Qualität haben wir schon in unserer Mannschaft. Oh! Und geklärt ins Aus. Na okay, da kam leider keiner mehr ran. Und jetzt wird natürlich nochmal Bezug hier auf den erfahrenen Markus Karl genommen. Ne, das war nix. Die Variante war totaler Müll, Mist, Kack, Scheiß. Ja. Das könnt ihr gerne tun. Nein! Ah, Mann! Ich wollte gerade. Ja, hol ihn runter, genau. Wohin willst du jetzt? Jawohl, sehr gut gemacht von Beugelsdijk. Ja, da sieht man schon, die Erfahrung eines solchen Innenverteidigers kann einem wirklich helfen bei solchen Situationen. Hallo? Warum hat sich der Terrazino nicht bewegt? Keine Ahnung. Also irgendwie schaffen wir es viel zu leicht, mir immer den Ball vom Fuß zu grätschen. Gefällt mir nicht, wie da die Ballbehandlung passiert. Nämlich gar nicht. Jawohl, guter Zwischengang von Dick. Und damit erstmal einen Torabschluss verhindert. Also hier sind natürlich beide Mannschaften hochklassig unterwegs, das sieht man schon. Und jetzt ist Tom Schütz.
Jawohl. Na, diesmal falle ich da nicht drauf rein auf eure Grätschversuche. Nein, noch und trotzdem grätscht da perfekt dazwischen. Was soll denn das? Ach Mann. Das ist aber auch echt perfektes Verteidigen momentan. Da kann ich nichts gegen machen. Absolut geil. Das war jetzt doof, weil jetzt habe ich keinen Verteidiger am Mann. Wie geht das denn? Hä? Wie kann er sich denn so ercheaten, den Ball? Das gibt's ja gar nicht. So, Freunde, jetzt habt ihr mich aber richtig wütend gemacht hier. So, Freunde. Oh, da ist einer. Ah. Oh, was war das denn? Das war gestört. Gibt aber Abstoß. Wer hat sich denn da verletzt? Moment mal, das muss ich gucken. Terrazino. Na, also ich warte jetzt einen kurzen Augenblick, aber wenn das nicht besser wird, wenn der schon da rumsteht. Oje, das könnte ein frühes Saisonaus für ihn bedeuten. Wer weiß, was der jetzt hat. Vielleicht auch nur für ein paar Wochen. Jetzt wird es mal angezeigt. Der ist verletzt. Ach, so eine Scheiße, Mensch. Gut gemacht von Karl. Boah, was für ein Abschluss. Out of nowhere. Aber der Torwart ist zur Stelle. Dafür haben wir ihn geholt. Für eben solche Paraden. Das wäre nochmal sehr eng geworden. Gut gemacht von unserem Torwart. Und daneben geköpft. Jawohl. Also Kaiserslautern hat hier natürlich einiges vor. Der Terrazino ist immer noch verletzt. Ich gehe jetzt kein Risiko ein, so früh in der Saison. Dann kommt eben Lorenz. Und wird eingewechselt für Terrazino, der sich irgendwas getan hat und irgendwas Schwerwiegenderes, wie es scheint. Das ist richtig bitter und ärgerlich, aber kann man nicht ändern. Jawohl, schön. Kein Abseits. Tja, und Tor. Bitte. Noch Fragen? Nein, ich nicht mehr. Das war ja sowas von easy. Da haben sich alle von Klos in seinen Abschlussfähigkeiten vernaschen lassen und damit steht es ja 1:0 auswärts. Sehr schön. Auf dem Betzenberg. Schön nochmal rübergelegt, nochmal rübergelegt und dann kommt die Grätsche zu spät und der Torwart, ja, sieht da wieder sehr unglücklich aus. Ein typisches FIFA-Tor. Torwart läuft einen Schritt nach vorne und geht dann erst auf den Boden. Wer das programmiert hat, gehört auch definitiv, möchte ich mal nebenbei anmerken, in die Hölle der Programmierer verbannt, weil das ist so auffällig. Es fallen wirklich so häufig diese Tore in FIFA 15. Ich hoffe, dass das in FIFA 16 behoben wurde und nicht noch irgendwelche neuen Schwachsinnstorgelegenheiten eingepflegt werden, weil das ist ein bisschen ärgerlich. Ich freue mich ja über jedes Tor, keine Frage. Aber das ist ärgerlich. Oh, ja, fast. Nein! Ah, Ausfallschritt, shit. Eieiei, das wäre eigentlich auch die Gelegenheit zum 2:0 hier direkt gewesen. Wir lassen hier noch nicht nach. Okay, Einwurf für uns. Den sich Lorenz jetzt hier abholt, der unverhofft hier zu seinem langfristigen Einsatz kommt. Das war schlecht von Schuppern gemacht. Und dann hat er faul für ihn gegen uns gepfiffen? Hä? Okay. Logik. Ich weiß nicht, wo sie gerade war. Boah, gut verteidigt. Uiuiui. Da sind sich aber auch nicht einig gerade, was sie machen sollen. Schaffen es aber perfekt, den Ball nach vorne zu bringen. Oh! Jawohl, Foul ihn weg. Egal, kein Foul, genau. Das war doch so eindeutig ein Foul. Ja, und dann verlieren wir halt so doof den Ball, wie er in echt gar nicht verloren werden würde.
dann passt das wieder. Hat sich FIFA wieder gut zurechtgelegt. Also manchmal ist Logik hier wirklich fehl am Platz. Hallo? Er tötet mich? Wen von den Füßen geholt hat. So. Nein. Ah, schade. Einwurf für uns. Immerhin. Ein schweres Spiel, aber wir müssen den Kampf annehmen. Jawohl. Aber der Verteidiger klärt nochmal zum Einwurf hier. Aber man kann es ja mal mit einfachen Mitteln auch versuchen. Einfach nur einen Ball vorne reinspielen. Gehört natürlich dazu. Nee, wollte ich nicht. Wollte ich auf Schütz bringen. Hat aber auch nicht geklappt. Wieder ein Einwurf. Also so langsam gurken wir uns hier in die Pause rein. Vielleicht gehen wir jetzt schon mal auf eine defensive Ausrichtung. Nee, da kommt keiner ran. Deswegen gehen wir hier nochmal. Wir machen alles von der linken Seite aktuell. Fällt mir auf. Nein! Oh, schade, abgeblockt. Aber die Gelegenheit war gar nicht so doof. Und wieder links. Huch! Genialer Pass auf Markus Karl, der sich nach vorne einschaltet hier. Oh, schön. Nein! Oh, im Aus. Ach, schade. Na gut, 0-1. Aus unserer Sicht 1-0. Das ist erstmal okay. Oh, mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht keinen Hust. Salat nebenher essen, das ist wahrscheinlich ziemlich laut im Mikro. Aber ein Schluck Wasser, der muss auf jeden Fall sein. Also der Einsatz von Karlsruhe war schon krass, muss ich ja mal sagen. Was die uns da weggelatzt haben mit ihren Grätschen, das ist schon echt übel gewesen zum Teil. Selbst hier wird nochmal nach dem Ball gegrätscht. Und das könnte vielleicht auch die Grätsche gewesen sein, die Terrazino hier verletzt nach Hause geschickt hat. Ich hoffe ja, es war nichts Schlimmes, aber das werden wir erst nach dem Spiel erfahren. Mist. Der hätte wie ein Strich oben reingehen können. Also, da haben wir Glück gehabt. Völlig frei, keiner in der Nähe. Auch Hemlein kam da zu spät. Ein Schuss aus der Distanz. So. Nee, doch nicht dahin. Wohin? Also wirklich, Leute, ey. Boah, schön gemacht von Beugelsteig. Guter Zwischengang. Okay. Jaha. Nein! Da wird er natürlich nochmal gestört. Also die Verteidigung ist halt erfahren bei Kaiserslautern. Das merkt man an diesen Aktionen schon. Sehr erfahren und sehr, sehr ruhig. Klären die hier einen Ball nach dem anderen ab. Jawohl. Ah nee, zu weit. Schade. Aber wir machen unsere Sache hier bisher sehr gut. Jawohl, von Schuppan. Oh, kommt unglücklich rein. Ja, aber wohin? Wohin will er jetzt? Selber verunsichert. Beugelsteig klärt den Ball. Schön. Jawohl. In den Lauf. Perfekt. Aber Hemlein braucht eine Zeit,
bis er hier. Eieiei, Eckball. Das war knapp. Da haben sie ihn hier kaum stoppen können. Marco Terrazzino sitzt ja wenigstens auf der Ersatzbank. Das heißt, es ist nichts ganz Schlimmes. Aber wer weiß, was da mit Knie oder Gelenken passiert ist. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal warten, was nach dem Spiel für eine Nachricht kommt. Alt! Oh, Markus Karl. Stibitzt sich da noch den Ball vor den Füßen. Aha. Ja, klar, dass er so gespielt wird hier. Na, kommen wir auch nicht dran. Und weg. Oh, Alter, und das war kein schlechter Ball. Jawohl. Und Tor. Also so einfach muss man den Konter dann auch ausspielen. Toll gemacht von Fabian Klos und dann David Ulm. Macht in der Mitte auch alles richtig und netzt hier zum 2:0 ein. Toll. Endlich mal wieder 3 Punkte, zumindest in Reichweite. Soweit lege ich mich schon mal fest. Ob wir das hier wirklich mitnehmen, muss ich jetzt noch zeigen. Es sind noch einige Minuten zu spielen, aber das ist zumindest eine gute Idee gewesen, hier den Pass zu spielen. Ulm entkommt seinem Gegner und kann dann souverän abschließen. Keine Chance für den Torhüter. Klasse gemacht. Und da freut sich natürlich auch der Torwart, klar. Denn der ist heute noch ohne Gegentor geblieben. Genau wie im letzten Spiel. Ich glaube, im Spiel davor hat er gegen Osnabrück ein Gegentor kassiert. Und ich glaube auch eins gegen den FSV. Aber davor auch noch kein Tor. Also der hat, glaube ich, erst 2 Gegentore in der Saison kassiert. Souveräne Leistung bis hierhin. Okay. Chopin aufgepasst, er setzt sich durch. Ja, das ist ja in Ordnung. Durchaus in Ordnung. Jawohl, wieder David Ulm hier mit einem schönen Ball. Fabian Klos setzt sich super durch. Oh, und dann grätscht er ihn da weg mit dem Abschlussversuch. Das war natürlich nicht geil, hätte man eigentlich auch pfeifen müssen. Selbst wenn es ein Abschlussversuch ist, das macht man nicht. Achtung. Na, der Gegner ist sich aber nicht schlüssig, was er hier spielen soll. Nee. Oh, Klos bleibt lange am Ball, bevor er ihn endgültig verliert, aber es war trotzdem nicht schlecht gespielt. Nein! Holen dir doch einen Kopfball. Oh. Okay. Abschluss. Puh. Aber wir lassen die Gegner auch nicht näher ran. Das ist bisher relativ gut gewesen. Kaum Präzision in den Abschlüssen beim Gegner und das ist richtig so. Puh. Aber was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Tom Schütz hat sich eine Auszeit verdient. Da geben wir jetzt nochmal Junglas eine Möglichkeit. Und machen aber ansonsten mit der Belegschaft weiter, weil die machen das allesamt sehr gut. Gerade Markus Karl hier schon wieder im Einsatz. Der gibt hier wirklich 110%. Und das gefällt mir schon mal richtig gut. Jawohl. Oh, das war nicht so jawohl. Aber... Oh, der Ball kommt zu weit. Oha. Wird dann im Triangel rausgespielt. Sehr schön gemacht. Gerade mit viel Übersicht. Oh je. Nee, kein gutes
Kopfballspiel hier von Klos. Oh, das bringt uns immer weiter hier in Bredouille. Da war ein Vorspiel von uns im Gange, aber der Schiedsrichter lässt laufen. Moment, jetzt hier. Der Gegner natürlich versucht. Boah. Ja, jetzt pfeift er von da oben bei irgendwas. Oh, das ist kurz vor Schluss. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal wechseln. Lorenz kriegt hier nochmal gelb. Was kann er eigentlich auch noch spielen hier? RLV. Ja, dann lassen wir doch mal Kopli mal für Schuppan kommen oben. Mal auf der anderen Seite. Während hier die gelbe Karte gezeigt wird, wir unseren letzten Wechsel jetzt vornehmen. Habe ich eigentlich jetzt die Wechsel vom Gegner verpasst oder gab es da gar keine? Ach doch, jetzt auf jeden Fall ein Wechsel. Während wir unseren letzten Mann einwechseln, nämlich Koplin. Der jetzt hier links nochmal für Stabilität sorgen soll. Auch für Antrittsgeschwindigkeit, der ist nämlich sehr schnell. Oh, oh, oh. Vermaschen lasse ich mich jetzt hier nicht so schnell. Oh, nein! Kommt da nicht mehr dran, gibt Eckball. Naja, trotzdem gut abgewehrt letztlich. Jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Im Prinzip haben wir den Sieg schon sicher. Dass jetzt zwei Tore fallen, ist äußerst unwahrscheinlich. Auch wenn der Torwart hier nochmal nach vorne kommt. Weil jetzt will natürlich jeder die Entscheidung erzwingen. Und nochmal Ecke. Ach nee, Börner, das war ja wohl die blödste Aktion ever. Aus der Richtung in der Ecke zu ballern. Und nochmal Eckball. Der Torwart dirigiert wie ein Wilder. Heimerot ist richtig geladen. Der will natürlich jetzt nicht mehr. Ja, toll. Ganz toll verteidigt. Oh je. Und jetzt ist nochmal Spannung drin. Wenn jetzt das zweite schnelle Tor machen, ist unentschieden. Und dann haben wir richtig verkackt. Ja, drei Leute, aber keiner kann Gulbrandsen stören. So. Und trotzdem. Oh. Glück gehabt, dass das schon kurz vor Schluss war hier. Das wurde ja nochmal eng zum Schluss. Also haben wir defensiv nicht mehr so gut ausgesehen. Okay, aber immerhin gewonnen. Das ist erstmal die allerwichtigste Nachricht gegen diesen Gegner. Wie wir gewonnen haben, ist letztlich ja auch herzlich egal. Klos, Mann des Spiels, wie so häufig. Ulm war auch ziemlich gut. Beugelsteig wieder toll. Heimeroth auch. Auch eine gute Aktion gehabt. Gerade die eine Aktion, wo er richtig pariert hat. Wo es nochmal einen gefährlichen Abschluss gab aus dem Nichts. Spieler des Monats. Bedia. Von 1860 München, okay. Verstauchter Knöchel, 3 Wochen Ausfall. Das ist mittelmäßig lange. Ist aber schon eine ganze Ecke, aber ist noch überschaubar. 3 Wochen. Danke, sagt Markus Karl. Okay. Und Terrazino muss dann jetzt dauerhaft natürlich von, in erster Linie von Lorenz ersetzt werden. Vielleicht bringen wir hier Rennecke mal rein. Vielleicht rotieren wir hier noch mal ein bisschen durch, lassen Salga noch mal links spielen. Und Ulm darf auf jeden Fall drin bleiben. Der hat mir gut gefallen in der letzten Partie. Und dann simulieren wir mal bis zur nächsten Partie fast vor, wenn nicht hier so viele Nachrichten wären. Oh, ja, Gehalt von Fabian Klos. Ja, das kann was geben. Okay. Oh, ich fürchte, das wird teuer werden. Verträge. Der verdient erst 8.000, das ist sehr, sehr wenig. Und er will natürlich jetzt 30.000 haben. Aber die müssen wir ihm auch geben, denn die ist er auf jeden Fall wert als Top-Goalgetter bei uns. Und ihr seht schon, so schmilzt dann das Transfer- und Gehaltsbudget so langsam dahin. Das ist aber leider so. Schade ist, dass Schütz sein Angebot nicht angenommen hat.
Aber dass der fast genauso viel verdient wie Klos, wäre jetzt, denke ich mal, auch nicht gerechtfertigt. Dafür ist er einfach nicht torgefährlich genug. Auch wenn er gute Arbeit macht, aber Klos ist mir da ein Stück wichtiger. Und Arminia lässt Karl aufblühen. So, Schütz, jetzt spricht sein Berater. Das könnte eine Bildüberschrift sein, ey. Okay, das spricht also vieles für den Weggang von Schütz. Da hätten wir ihm wahrscheinlich auch bieten können, was wir wollen. Er Klos verlängert erstmal noch um ein Jahr, das ist gut. Bedeutet nämlich höhere Ablöse im Zweifelsfall. So muss man das ja nur mal bei Verträgen immer sehen. Umso länger die noch andauern, umso höher werden die Ablösen gezahlt. Und wenn der wieder den Goalgetter bei uns macht, dann ist der nachher richtig viel wert. Vielleicht kriegen wir dann ja doch mal einen ordentlichen Ersatz für ihn. Wobei der Fabian Klos natürlich schon so eine Identifikationsfigur ist, den will ich natürlich auch langfristig halten, keine Frage. Junglas möchte natürlich wieder einmal spielen. Die nächste Partie geht dann gegen Greuther Fürth, während wir uns hier immerhin auf Platz 5 vorgekämpft haben. Einen Platz rauf, aber immer noch zu wenig Punkte haben, weil Nürnberg alle 6 Spiele gewonnen hat. Also ganz ehrlich, da kann ich auch nichts mehr machen. Das ist ja unrealistisch langsam. Also ich meine, dass man die ersten Spiele gewinnt, okay, aber 6 in Folge. Ich meine, das ist ja FC Bayern der zweiten Liga hier, oder wie? 1860 München hat nur unentschieden und 5 Siege. Das kauft denen doch keiner ab in dem Chaosverein. Das kann doch gar nicht sein. Selbst Greuther Fürth, eine Niederlage, 5 Siege. Paderborn geht ja noch. Die haben wenigstens mal einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Aber da haben wir einfach Rückstand. Den können wir jetzt so ohne weiteres nicht überbrücken. Das wird ein schwerer Gang zum Aufstieg werden. Aber wir werden ihn gehen, denn es sind ja noch viele Spieltage. Und vielleicht verkacken die anderen Mannschaften ja an anderer Stelle noch. Und ja, Hauptsache der Gegner lobt unseren guten Spieler, der verletzt ist. Läuft. Trainer, du hast deinen Job richtig gut gemacht. Alles klar. So, daran wollte ich nochmal. Ja, ja, Karl hat keinerlei Probleme mit der Eingewöhnung, genau wie Beugelsdijk. Richtig guter Transfer. Beide sind hier richtig gut am Kommen. Das ist gut. Ich wollte mal gerade schauen, was Rennecke... Ah, der ist variabel einsetzbar. Also den könnte man zur Not noch als Ersatz für linkes Mittelfeld nehmen, für offensiv, wenn mal Not ist, oder für rechtes Mittelfeld. Den kann man also auch gut variabel einsetzen, ähnlich wie schon Brinkmann auch. Brinkmann wäre natürlich die erste Option hier. Aber es ist gut zu wissen, dass wir mehrere Optionen haben. Ja, Junglas möchte unbedingt spielen. Aber wo? Fragezeichen. Ja, nee, das tut mir leid. Der muss auf jeden Fall warten. Was auch vielleicht Sinn macht, hier eher Koch zu nehmen als Rennecke. Einfach damit wir einen Ersatz für Hämlein haben. Brinkmann und Junglas können ja hier überall variabel eingesetzt werden. Das reicht dann fürs Mittelfeld. Ja, Van der Beetz ist der erste Ersatz für Fabian Klos. Das bleibt auch dabei. Gut. Speichern wir so ab, dann mache ich hier ein Ende in der Folge und würde sagen, oder sage euch einfach, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.